Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut und dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Das Thema heute, ja, ich habe es so ein bisschen verkackt in meiner Beziehung. Wie kann ich das wieder gerade rücken nach einer Trennung? Also es geht jetzt nicht darum, dass man selber gegangen ist oder der andere sich einfach so getrennt hat, sondern dass man wirklich irgendwas Definiertes nicht gut gemacht hat, es kommt dann eine Trennung und es tut einem leid. Was macht man dann? Eine Nachricht von Rogoloff. Ja, kurz noch vorab, nächste Woche, Dienstag oder so, glaube ich, geht die Selbstliebe-Challenge Advanced los. Super Ablenkung in diesen Zeiten, immer gut an seiner Selbstliebe, was ja wieder die auch das eigene Energielevel bestimmt, die eigene Vibration, was wieder gut ist für alles Mögliche, daran zu arbeiten. Ex-Detox geht los, sehr cooler Kurs, ein bisschen leichtgängiger. Und dann gibt es von Blondhörig, könnt ihr mal googeln auf YouTube oder Spotify in den Podcast, gibt es echt total coole, also zwei verschiedene echt sehr coole Interviews. Ja, viel Spaß damit. Und er schreibt, und genau, ich werde das wieder als, heute glaube ich, als Premiere einstellen. Also schreibt mir gerne hier, wie es euch geht. Vielleicht kann ich auch dann nochmal reingucken, wenn das Video läuft und was ihr gerade macht. Seid ihr zu Hause? Kommt ihr klar? Hast du noch Klopapier? Ja, Spaß. Gut, hallo Christian, ich verfolge deinen YouTube-Kanal schon eine Weile und bin sehr begeistert von deiner manchmal brutal ehrlichen, aber trotzdem herzlichen Art. Kannst du mal etwas machen zum Thema, wie ich mich verhalten kann, wenn ich in meiner Beziehung einen Fehler gemacht habe, der zur Trennung führte? Mein Thema also, das nicht unbedingt etwas mit toxischen Beziehungen zu tun hat. Hintergrund ist, dass ich meine Ex-Freundin immer noch sehr liebe und sie gern zurückhaben möchte. Sie hat sich vor etwa 2 Jahren, boah, das ist aber schon lang, ne, von mir getrennt, nachdem ich ein wichtiges Versprechen gebrochen habe. Ja, da war mal jemand konsequent dann, ne? Aber es ist natürlich trotzdem Anliegen völlig in Ordnung. Wir machen alle Fehler und ich finde das völlig legitim, sich zu entschuldigen und zu sagen, ja, wie sieht's aus? Mir tat es sehr leid, habe die Trennung aber akzeptiert. Wir hatten circa 1 Jahr keinen Kontakt, bis sie zögerlich den Kontakt wieder suchte, was mich sehr freute. Das fiel genau auf den Zeitpunkt, als die Stadt wegen eines neuen Jobs verließ. An mehr gedacht hatte ich nicht, weil ich mittlerweile verstand, dass bei fehlendem Vertrauen eine Beziehung nicht möglich ist. Wir haben uns dann auf Anhieb sehr gut verstanden. Sie gab sogar einige Fehler ihrerseits zu. Ich entschuldigte mich ebenfalls erneut. In den nächsten Wochen telefonierten wir ab und zu, was meist von ihr ausging. Irgendwann trafen wir uns auch in ihrer Stadt und hatten einen tollen Abend. Ja, also jetzt muss man natürlich sagen, 2 Jahre getrennt, 1 Jahr nichts gehört. Das heißt natürlich, dass soll ich mal sagen, so wie deine Ex-Freundin dich sieht, das ist natürlich nicht mehr so, wie das mal war, ne? Es ist ja nicht nur das Versprechen, sondern also wenn die sich 1 Jahr nicht gemeldet hat oder und ihr 2 Jahre nicht zusammen wart, dann ist natürlich auch so ein Entlieben stattgefunden. Das geht natürlich noch darüber hinaus, dass du nur einen Fehler gemacht hast und vielleicht war der Fehler ja auch nur der Fass, der das, nee, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Weil vielleicht nur andere Sachen waren, du nicht genug in einer Polarität warst, ich weiß es nicht. Und wenn eine Frau sich dann so lange nicht meldet, ja, ist natürlich die Frage, was hat das damit gemacht, wie attraktiv sie dich findet. Da ist sicherlich auch nicht mehr so, wie das mal war, ne? Realistischerweise. Aber was ist mein Tipp? Was macht man dann? Ja, man muss wieder durch den kompletten Dating-Prozess durch und so, wenn sie sich, also, warte mal, ich gucke ja immer gerne mein goldenes Buch des Datings.
Ja, habe ich gerade nicht hier, aber wenn man jetzt ins goldene Datingbuch gucken würde, dann wird da drin stehen, ja, sobald sie sich meldet, sagst du, hey, schön, ich freue mich. Also entschuldigt hast du dich ja scheinbar schon oder nochmal entschuldigen. Und dann sagen, wann hast du Zeit? Lass uns treffen und dann macht ihr ein Date. Das sagt das goldene Buch des Datings. Und ein Date läuft dann genauso wie das erste Date, was ihr mal hatte. Das heißt, du machst dann, ja, versuchst ihr näher zu kommen, guckst, ob sie zum Abschied küssen kannst. Also exakt der gleiche Ablauf wie sonst im Datingprozess. Also man kann nicht nach so einer Zeit wieder einfach in die Beziehung einsteigen. Man muss durch den Datingprozess wieder durch. Und du solltest den genauso führen wie sonst auch. Und das, was ich ja sonst auch mal empfehle, man macht keinen auf Freundschaft. Ne? Sondern sagt gleich, ja, hey, du warst mal meine Freundin. Ja, und versucht dann weiterzukommen, wie sonst beim Date auch. Ne? Gut, so. So, sonst habe ich irgendwie den Faden verloren hier. Das heißt, wenn ihr euch trefft, jetzt auf einen tollen Abend, dann sollte das eben auch beinhalten, dass ihr, ja, dass es da irgendwo weitergeht, ne, aus so einem Date. Ja, und nicht, ja, nicht einfach nur so ein toller Abend ist, ne. In einem späteren Telefonat teilte ich ihr mit, dass ich mir eine Beziehung mit ihr wünschte. Ja, das würde ich nicht machen. Ich weiß, das klingt so logisch, aber das kann dann auch jemand, der sich gerade wieder annähert, gleich schon wieder total unter Stress setzen. Das würde ich eben gerade nicht machen. Es ist immer Hangout, have fun, hook up, also ausgehen, Spaß haben, körperlich werden. Davon Beziehung ist erstmal gar keine Rede. Ne? Ihr müsst durch den Dating-Prozess, wird es ja auch jemand, der das erste Mal datet, das nicht sagen, du wünschst dir gerne eine Beziehung. Also natürlich kann man das machen, das kann auch funktionieren, das ist jetzt nicht so 0-1. Aber wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, das ist das Beste. Einfach wieder sagen, hey, lass uns daten und wenn du dann merkst auf diesen Dates, sie will das nicht, sie will sozusagen nur Freundschaft, da gilt leider auch das Gleiche, dann musst du vielleicht nach ein paar Dates dann sagen, du, tut mir echt leid, aber ich möchte nicht einfach nur mit dir befreundet sein. Also dann gilt es wirklich wiederum, den Arsch in der Hose zu haben, die Eier zurechtzurücken und zu sagen, nee, ich möchte dich nicht. Ich mag dich total, aber ich halte das nicht aus, dann mit dem auf Dates zu sitzen und wir küssen uns nicht. Das ist ehrlich. Alles andere ist eigentlich unehrlich. Es sei denn, was jetzt aber glaube ich nicht der Fall ist, dass du wirklich eine platonische Freundschaft mit ihr möchtest oder das für dich total in Ordnung wäre, dann kannst du es natürlich machen. So, in einem späteren Telefonat teilte ich ihr mit, dass ich mir eine. Ach ja, sie meinte, das ist bis heute der Status quo, dass sie noch nicht so weit sei. Ja, das ist, was dann Frauen sagen, wenn sie nicht, was Männer auch sagen, wenn sie nicht genug Gefühle haben. Und die müssen halt wieder, weil die Chancen stehen ja jetzt, glaube ich, so mittelgut, nicht so richtig gut, also eher unter 50%, wie man sagen. Aber da muss die Attraction eben wieder aufgebaut werden und die baust du nicht auf, du durch, machen wir jetzt gleich eine Beziehung, sondern indem du sie wieder datest und coole Dates mit ihr machst, so, ne? Und die Freiheit lässt, in ihrem Tempo wieder zu dir zurückzukommen. Das ist der entscheidende Punkt. Und nicht in deinem Tempo, in ihrem Tempo, ne? Aber wie gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass du, dass ihr euch über einen Zeitraum von 10 Jahren 10-mal trefft und es passiert nichts. So ist es nicht gemeint, ne? Sie hätte bei dem Gedanken vor allem Unsicherheit und Angst vor Verletzungen. Ja, verständlich. Sie bat mich, geduldig mit ihr zu sein und mich verlässlich zu verhalten. Ja, jetzt frage ich mich, was ich tun kann. Die meisten Coaches würden ja jetzt raten, mich rat zu machen, oder? Nee, ja, ich verstehe den Sinn dahinter, aber ich würde tatsächlich sagen, date sie. Genauso wie du eine Frau daten würdest, die du mit der du noch nicht zusammen warst. Alla, melde dich wieder, wenn du eine Beziehung möchtest. Nee, 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 das, nee, das ist, wenn es zu diesen Trennungen kommt, ohne dass eben sowas Definiertes passiert ist, wenn nicht vielleicht jemand
durch das bindungsängstliche Chaos gezogen hat vorher schon. Aber das ist ja, das, dann würde ich sowas sagen, weil das ist ja nicht der Fall hier. Nee, nee, du datest ja einfach. Aber red nicht von Beziehungen gleich wieder so. Es scheint, das trifft dir nicht zu. Ist in meinem Fall dann nicht eine freundschaftliche Ebene erstmal gut, um Vertrauen wiederherzustellen. Naja, die Regeln sind immer gleich. Wenn du eine Frau zu lange triffst auf einer freundschaftlichen Ebene, dann geht die Attraction noch mehr flöten. So. Also insofern würde ich schon gucken, wie es sieht. Klar, soll ihre Grenzen jetzt nicht krass überschreiten oder gar nicht überschreiten, aber gut, wenn man eine Frau küssen will, überschreitet man sie natürlich immer ein bisschen, aber weiß ich nicht, wenn du sie zum Auto zurückbringst, gib ihm einen guten Nachtkuss. Und wenn du dann immer wieder die Wange kriegst und merkst, es geht nicht weiter, dann ist es eben so. Dann kannst du überlegen, kannst du immer noch überlegen, okay, haben wir jetzt eine Freundschaft, aber dann würde ich mit der, also selbst wenn du sie dann weiter triffst, würde ich denken, ja, okay, dann warten wir eben alle, aber das Leben geht weiter. Kannst du ja trotzdem treffen, aber dann wäre es für mich kein ernstzunehmendes Date mehr. Dann wäre es eben, ja, irgendjemand, den du triffst und du guckst dich aber auch weiter um. So, dann habt ihr eben keinen Dating-Prozess, ne? Oder rede ich mir das Ganze schön? Ich neige zu Pluspol-Verhalten und bin deshalb unsicher. Ja, ist eine sehr gute Frage. Und genau, geh nicht zu sehr ins, sei nicht ihre beste Freundin, also mach das auch klar. Und ja, gut, habe ich ja jetzt eigentlich alles gesagt. Ja. Wie viel nettes Wiedergutmachungsverhalten meinerseits ist angemessen? Also, hast dich ja entschuldigt, ne? Ich habe darüber gesprochen. Zum Beispiel mich regelmäßig melden. Nein, macht keine WhatsApp-Beziehung, versuch Dates zu machen. So, und das Melden sollte nur dem dienen, Dates zu machen. Weil du kannst sie nicht über WhatsApp jetzt wieder zurückkriegen. Ne? Mich erkundigen, wie es dir geht, Treffen planen. Ja, Treffen planen schon. Ne? Also du, was ist, ich, sie meldet sich, du meldest dich und du sagst, hey, wann hast du Zeit, lass uns treffen. Und dann lass nicht die Entfernung das Problem sein. Dann festhalten wir dahin. Ne? Dann laufe ich dadurch Gefahr, mich unattraktiv zu machen. Ja, wenn du, habe ich ja, glaube ich, gesagt jetzt. Ja, über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Ja, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen darstellen. Und ich denke, morgen Abend dann wieder richtig, richtig live und wir werden es mal wiedersehen.